Willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen heute mit dem Civic-Projekt an. Und als allererstes, bevor wir dieses ganze Projekt überhaupt irgendwas anfangen, machen wir eine Bestandsaufnahme. Heißt also, was ist alles kaputt, was muss repariert werden, was muss ersetzt werden? Weil bis jetzt sehen wir, okay, ein bisschen Rost und wir wissen, dass der Motor revidiert werden muss, aber was ist vielleicht noch irgendwo? Hat das Fahrwerk vielleicht Probleme, müssen die Radlager neu oder irgendwelche Bremsschläuche, was wahrscheinlich sowieso alles neu kommt. Aber das sehen wir jetzt erstmal. So, als erstes haben wir uns den Bock erstmal auf Arbeitshöhe gebracht. Ich gehe hier ran wie bei einer normalen Mängeldurchsicht. Heißt also, ich fange jetzt an, das Fahrwerk abzuwackeln. Sprich also, man dreht mal am Rad. Okay, wir hören jetzt hier akustisch die Bremse schleifen, das ist aber ein Standschaden. Als nächstes wackeln wir, um zu merken, ob wir irgendwo Spiel haben, zum Beispiel in der Lenkung oder auch im Traggelenk, beziehungsweise manchmal kriegt man es auch vom Fahrwerk mit, dass denn da irgendwas noch ausgeschlagen ist oder irgendwas lose. Und so gehen wir halt jetzt einmal komplett ringsrum. Und ich vermute, ich glaube, ich habe hinten rechts ein Problem mit dem Radlager. Jedenfalls klang es gestern Abend so, als wir das Fahrzeug hergefahren haben. Und das schauen wir jetzt gleich mal nach. Aber ich gucke jetzt hier noch, nachdem ich angeschlagen habe, wie hier hinter alles aussieht. Ob ich irgendwelche Roststellen sehe, wie die Bremshaltungen aussehen. Okay, Bremshaltungen sehen sehr gut aus, sind Stahlflexhaltungen. Und haben wir schon mal einen Sorgenpunkt weniger, obwohl später beim Entlüften kann das noch zu Problemen führen. Wir haben hier auf alle Fälle ein Gewindefahrwerk verbaut von einem Hersteller, den ich jetzt gerade noch nicht identifizieren kann. Farblich gesehen könnte es ein DTS sein oder AP. Nee, tun wir hier. Das kriegen wir noch raus. Wenn man feststellt, dass die Radausschale fehlt. Hier ist noch so der letzte Rest und der Rest ist weg. Ich habe mich gerade schon gewundert, ich gucke, irgendwie fehlt hier was und ja. Es fehlt die Radausschale auf alle Fälle, ich denke mal, ich würde auf beiden Seiten fehlen. Kein Problem, haben wir schon neue da. So, hinten angelangt. Ich glaube, was man jetzt unschwer erkennen kann, der Wagen hat Rost. Auf alle Fälle müssen wir hier den Radlauf erneuern, beziehungsweise auch die Schweller und die Ecke halt hier alles. Aber kriegen wir alles schon hin, wir haben ja ein bisschen Zeit. Aber nur ein bisschen. So. Das ist halt das Problem, durch den Standschaden der Bremse, sprich also den ganzen Flugrost etc., hat man jetzt weitestgehend primär erstmal nur die Bremse und nicht irgendwie das Radlager. Aber das Radlager könnt ihr auch prüfen. Wenn es Spiel hat, so merkt man erstmal nicht, man kann mal gegenhauen. Soweit erstmal alles in Anführungsstrichen okay. Wir werden es dann spätestens beim Zerlegen, wenn wir merken, ob das jetzt ein Defekt ist oder nicht. Ich würde jetzt sagen, schauen wir mal das Auto von unten an, was da so die Substanz sagt. So, jetzt schauen wir mal nach, was wir hier unten haben. Hier hängt auf alle Fälle ein Magnaflow-Endschalldämpfer, wo der Halter abgerissen ist. Der sieht auch minimal selbst gebastelt aus. Jedenfalls der Halter. So, naja, die ganzen Stabi-Buchsen etc. müssen, denke ich mal, sowieso neu. Auch hier die ganzen Lager. Gucken wir mal, ob wir irgendwas am Fahrwerk sehen. Wirklich keine Nummer im Lauf. Also ich glaube wirklich, ach doch, da ist irgendwas, aber na, wie immer, falsch rum. Super. Den Dämpfer irgendwas. Das kriegen wir aber noch im Nachhinein raus, denke ich. So, wie gesagt, die ganzen Lager müssen wir sowieso alle hier von der Achse halt neu machen. Stand ja alles schon eine ganze Weile. Der Tank sieht doch recht gut aus, von außen jetzt erstmal. Ja. Auspuff hängt erstmal weiter.
Wir haben hier sogar Mittelscheinwerfer von Supersprint, wo ganz fett drauf steht für Integra. Ist ja fast eine Integra. So, aber an sich die Basis, der Unterboden, sieht erstmal gut aus. Fühlt sich auch erstmal gut an. Schauen wir uns sich unter den Plastikstellern verbirgt. Das wird alles noch interessant. Ja, wir haben halt Schaltgestänge. Ah, bisschen Luft, aber ist okay. Ja, wie man merkt, wir verlieren gar kein Öl. Da ist hier nichts ölig. Tipptopp, wir können sofort zum TÜV fahren. Kleiner Spaß. Ja, deswegen mit einer der Gründe, warum wir den Motor revidieren müssen. Das Ding läuft wie ein Sack Nüsse. Und er schmeißt halt auch das Öl raus. Also die Stelle sieht man nicht mal richtig, wo genau alles versifft ist. Das müssten wir jetzt eigentlich rein theoretisch erstmal kerchern, laufen lassen, um zu gucken. Aber da wir den Motor eigentlich sowieso komplett revidieren oder revidieren lassen, stellenweise, spielt da eigentlich keine Rolle. Ja, denken wir hier die Buchsen, müsste man schauen. Jetzt sehen wir alles. Also beim Avensis war es ja genauso. Erst beim Auseinanderbauen hat man mitbekommen, wie viel ist eigentlich wirklich kaputt, wie viel muss erneuert werden. Manche Buchsen, die im ersten Moment, wo man dachte, okay, die sind kaputt, sind eigentlich noch ganz gut. Die schauen jetzt hier zum Beispiel noch ganz frisch aus. Erstaunlich. Ja, dafür, dass er jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre erst draußen stand und jetzt 1,5 Jahre oder so, 2 Jahre bei uns in der Garage. So. Ja, schon ein bisschen Zeit über die Jahre. Jetzt kann man halt noch die ganzen Manschetten prüfen. Die Achsmanschetten, die hier zum Beispiel sind, kurz vorm Reißen. Denke ich mal, sieht man es. Hier bitte. Nimm mal bitte dein Händchen da weg. Dann funktioniert das auch. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Jetzt kann man sich halt noch die inneren angucken. Die sieht noch. Die kann man gleich in der Art zum Bit tauschen. Ja, alles noch so Sachen. Ja, jetzt fragen die Leute so, was haben wir damit vor? Klar, man hätte jetzt am liebsten Turbo Civic. Aber mit dem TÜV ist schon abgesprochen, dass wir einen EG6-Umbau machen, in Anführungsstrichen. Weil der EJ2 ist ja nun mal aus der EG-Baureihe. Und wir haben ja den Motor vom EG6 drin. Jetzt muss ich noch die Bremsanlage anpassen. Schauen, ob das mit dem. Also, ich glaube, vorne hat die Bremsanlage sogar schon gepasst. Ich glaube, nur hinten muss ist noch das Problem. Oder andersrum. Irgendwie, der Vorbesitzer meinte was zu mir. Und vielleicht machen wir auch gleich einen Big Brake-Umbau von D2 oder so. Wir werden sehen. Ja, haben wir euch erstmal mitgenommen, haben gezeigt, so schlimm ist der Civic gar nicht. Im Augenblick erstmal noch so augenscheinlich, dafür, dass er komplett totgesagt war. Also angeblich sollen mich ja solche Löcher am Unterboden erwarten, meint ein Bekannter zu mir. Sieht nicht so aus. Weiß nicht, ob die jetzt irgendeinen anderen Civic meinten, den der Vorbesitzer hatte. Naja, ist ja auch wurscht. So, für die Leute, die das allererste Civic-Video nicht gesehen haben, hier ist ein Honda B16 A2 Motor verbaut. Ist ein DOHC VTEC Motor. VTEC ist eine tolle Sache. Wir sagen ja immer liebevoll VTEC, wenn der Autismus des Honda-Fahrers knallt. Kommt auch ungefähr hin. Ich steige jedenfalls jedes Mal sehr grinsend aus, wenn ich den VTEC mal wieder ausgekostet habe. Selbst die Shitbox hier spielt noch halbwegs mit im VTEC. Es geht, glaube ich, bei 5.500 los und zieht sich dann aber, glaube ich, bis 8.500 hoch. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber schmeiße jetzt erstmal in den Raum. Sehr coole Erfindung. Kommt aus dem Motorradbereich. Wenn ich es finde, spiele ich mal so eine Animation ein, wie der VTEC arbeitet. Weil man hat hier halt zwei Noppen, wie immer auf einer Kurbelwelle und in der Mitte nochmal einen fetten Noppen. Der dann, wenn der Öldruck passt,
mit dem Splint arretiert wird und somit ein höherer Ein- und Auslass-Hub vom Ventil gegeben ist. So, wir haben hier halt schon an der Rüssel. Wir haben auch eine überarbeitete Ansaugbrücke, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das bleibt auch so ein Stück weit unser Geheimnis. Die Kenner wissen es genau, was da Phase ist, und Lisa knistert im Hintergrund. Schoki. Naja. Gut. Gehen wir jetzt mal auf den Innenraum ein, was da noch auf uns wartet. Einiges an Arbeit, aber generell das Auto ist. Wir haben optisch von außen, von innen, von unten, wir haben eigentlich eine ganz große Baustelle. Rate mal, wer von innen machen darf. Ach so, ja. Meine Freundin übernimmt dann wieder den Part innen. Also zerlegen tue ich. Also es wird wahrscheinlich auch das nächste Video sein, dass wir den Innenraum zerlegen, um vorzubereiten für die Schweißarbeiten. Oh, geh mal in den Innenraum. So, für die Leute, die es nicht, interessiert, wir haben hier aus dem Wagen die Hosenträgergurte gehabt, die silbernen Sparko. Die sind hier rausgewandert und in den Landtag gewandert. Der hat mittlerweile ja seine Schrotgurte in Silber, die auch sehr gut passen. Hier kommen, denke ich mal, Takata-Gurte rein. Plan ist es auch, andere Sitze einzubauen. Halt ein bisschen wegen Gewicht und alles. Die Aufkleber werden auf alle Fälle verschwinden im Innenraum. Die Sachen, die lackiert sind, müssen auf alle Fälle, wenn dann neue lackiert werden, weil der Lack ist nicht mehr so. Vieles ist abgegrabbelt oder über die Zeit löst es sich halt ab, weil das Material vielleicht nicht richtig vorbereitet wurde oder das halt an sich nicht kompatibel war, wenn dann mal richtig. Wenn wir alles sehen, wir haben Plasma-Tacho-Scheiben drin von TSS, was ich ganz cool finde. Die werden, denke ich mal, auch bleiben. Oh. Wir müssen auf alle Fälle mal dieses Riesenloch da in der Mittelkonsole irgendwie verschönern. Aber hier gibt es sowieso vieles. Lass uns mal noch einen Blick in den Kofferraum werfen. Da haben wir nämlich auch viel Arbeit, was auf alle Fälle, denke ich mal, auch viel Gewicht ausmacht. So, apropos von außen, wir müssen auf alle Fälle auch noch Sticker ab, weil wir die Heckklappe noch markieren müssen. Ich habe zwar noch eine mitbekommen, aber die ist für einen Spoiler vorbereitet. Ich glaube, ich fahre hier keinen Spoiler. So, da haben wir den schicken Kofferraum. Die Standard-Busbox, die gefühlt in jedem Civic gehört, die fliegt raus. Erstens möchte ich den Kofferraum nutzen. Und zweitens muss ich nicht jedes Klischee erfüllen, weil gefühlt ist das wirklich Standard. Siehst du Civic? Civic-Fahrer verstehen sich untereinander super und haben irgendwie gefühlt alle eine Bassbox im Kofferraum und ja, Magna-Flow-Auspuff. Da werden wir auch noch schauen. Ja, auf alle Fälle muss ich hier groß entrümpeln. Hier sind übrigens auch die Radmuttern für die Sommerfelgen. Und noch ganz viel anderes Kram. Guck mal, Starthilfe hätten wir gestern auch geben können. Aber wir hatten ja eine frische Batterie am Start. Ja. Das wird ja alles noch interessant. Mal schauen, was wir noch so alles finden. Ich finde es gut, ich habe einen Feuerlöscher am Bock gehabt. Also falls wirklich gestern noch was schief gegangen wäre bei der Überführung, hätten wir wenigstens löschen können. Mal probieren. Kommen wir langsam zum Schluss. So, jetzt haben wir erstmal gesehen, was haben wir hier wirklich für ein Auto damals gekauft, oder was habe ich damals für ein Auto gekauft. Ich sehe es bis jetzt noch ganz entspannt. Ich habe schon viel schlimmere Autos gesehen und ich weiß ungefähr, was ich hier an Arbeitsstunden noch reinzimmern werde, und ich sage euch, das ist eine machbare Sache. Für die Leute, also vieles kann man wirklich selber machen. Vieles kann man sich beibringen. Manche Sachen sind auch wirklich bloß Teile tauschen, und ich nehme euch auf alle Fälle mit auf diese Reise. Wir werden sehen, ob unser Ziel, was meine Freundin anstrebt, ob das machbar ist oder auch nicht. Aber dazu später mehr. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht ein Abo, und bis zum nächsten Video.